Mein Name ist Renuka Shohari. Ich kann Ihnen sagen, wie es sich anfühlt, wenn ein Gastarbeiter aus Katar nicht mehr lebend nach Hause kommt. Mein Ehemann, Tash Taru, ist beim Bau des Al-Janoub-Stadions für die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar gestorben. The 2022 FIFA World Cup is Katar. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum. The World Cup, which will simply be the best World Cup ever and the biggest show on earth. Tash Taru kehrt im Sarg zurück aus Katar. Der 23-Jährige hinterlässt seine Frau und seine Tochter. Im Hinduismus werden nach alter Tradition die Toten öffentlich verbrannt. Wie viele tausende Arbeiter ging auch Tash Taru nach Katar, um für seine Familie zu sorgen. Der Tod meines Ehemanns hat mir und meiner Tochter unendliches Leid zugefügt. Die WM-Verantwortlichen leben doch in ihrer eigenen Welt. Wir sind ihnen doch egal. In Katar kann sich niemand in mich hineinversetzen. Kein Verantwortlicher hat uns über den Tod von Tash Taru informiert. Das katarische WM-Organisationskomitee behauptet das Gegenteil. Man habe die Angehörigen sofort informiert. Renuka Shuari erhält eine Entschädigungszahlung in Höhe von umgerechnet 71.000 Euro. Doch ihr Leben ist seit dem Tod ihres Mannes ein anderes. Katar ist das reichste Land der Welt. Und wie behandeln sie Arbeiter wie meinen Mann? Es interessiert sie einfach nicht. Die Menschen in Nepal sind arme Leute, die nach Katar gehen, um ihre Familien zu unterstützen. Für uns geht es ums Überleben. Hier ist Tash Taru zu Tode gestürzt. Das Al-Janoub-Stadion. 7 Partien werden hier stattfinden. 3 Kollegen von Tash Taru sind während ihrer Zeit als Arbeiter im Al-Janoub-Stadion ebenfalls verstorben. Doch anders als er sind sie im Schlaf gestorben. Offiziell an plötzlichem Herztod. Eine Obduktion hat es nie gegeben. Das Schicksal der tausenden Gastarbeiter hat die FIFA lange nicht interessiert. Menschenwürdiges Arbeiten hätte der Weltverband zur Bedingung für die WM-Vergabe machen können. Er tat es nicht. Wenn Sie im Fußball-Exekutivkomitee der FIFA über die Frage Menschenrechte in Katar gesprochen haben, dann sind es wenige, die sich zu Wort melden. Die meisten schweigen und die sich zu Wort melden, da kommt die These, das geht uns nichts an. Es geht uns einfach nichts an, klar und deutlich. Arbeiter wie Sie, jahrelang von der FIFA im Stich gelassen. I'm Minky Worden. I'm the director of Global Initiatives at Human Rights Watch.
Ich bin Minky Worden. Ich bin seit 24 Jahren bei Human Rights Watch und Direktorin für globale Initiativen. Ich beaufsichtige unsere Arbeit zu Sport und Menschenrechten weltweit. Menschenrechtsorganisationen hatten alle mehr oder weniger die gleiche Reaktion, dass in Katar eine mögliche Katastrophe im Entstehen ist. Zu Anfang hatte die FIFA unsere Versuche der Kontaktaufnahme einfach nicht beantwortet. Es gab niemanden bei der FIFA, an den wir uns wenden konnten. Die FIFA war völlig desinteressiert und lehnte jede Verantwortung für Menschenrechte ab. Die FIFA und ihr Präsident Gianni Infantino. Die geschätzten Kosten ihrer WM in Katar wird alle bisherigen Dimensionen sprengen. Es wird die teuerste WM aller Zeiten. Geschätzte 150 Milliarden Euro kostet die Organisation des Mega-Events. Für Hotels, Straßen und 7 neue Stadien. Katar hat in den vergangenen Jahren viele Verbesserungen der ausbeuterischen Arbeitsbedingungen versprochen. 2014 kündigt das Emirat die Abschaffung des Kafala-Systems an. Ein System, mit dem der Arbeitgeber extrem starke Kontrolle auf die Gastarbeiter ausüben kann. 2015 wird ein elektronisches Bezahlsystem eingeführt. Die Gehälter sollen dadurch pünktlich überwiesen werden. Seit 2018 soll ein neues Komitee innerhalb von 3 Wochen Beschwerden von Gastarbeitern bearbeiten. 2020 wird angekündigt, den Mindestlohn auf etwa 270 Euro anzuheben. Arbeiter dürfen nun zumindest auf dem Papier ohne Zustimmung des Arbeitgebers den Arbeitsplatz wechseln. Wir verlassen uns nicht auf Versprechungen der Regierung. Wir verlassen uns auf Gespräche mit Arbeitern vor Ort, um dann an Lösungen zu arbeiten. Jedes Jahr hatte die Regierung versprochen, das Kafala-System abzuschaffen, und jedes Jahr mussten wir sie daran erinnern, dass es immer noch existiert. Katar kann sich nicht immer wieder die Aufhebung eines Missbrauchssystems anrechnen lassen, wenn dieses eigentlich weiterhin existiert. Die Beschlagnahme von Reisepässen, die Verweigerung der Ausreise, die Verweigerung, den Arbeitsplatz zu wechseln, all diese Praktiken hielten und halten an, lange nachdem sich das Arbeitsministerium verpflichtet hatte, das Kafala-System abzuschaffen. Lange nach der angeblichen Abschaffung des Kafala-Systems berichtet der WDR mit versteckter Kamera über weiter anhaltende ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Knapp 130 Gastarbeiter aus Nepal haben hier teilweise 8 Monate kein Gehalt bekommen. Sie erzählen uns von abgenommenen Reisepässen. Wir sind Gefangene. Jeden Tag ernähren wir uns von Wasser und Brot. Ohne Geld können wir uns nichts anderes leisten. Monat für Monat verschlimmert sich unsere Situation. Ich kann einfach nicht mehr. Ohne eine offizielle Drehgenehmigung zeigen die Arbeiter den WDR-Reportern ihre kläglichen Unterkünfte. Klein, dunkel, zu 8 hausen sie hier. Sie haben alle kein Gehalt bekommen? Nein, wir haben alle kein Geld bekommen. Keiner von uns. Seit Monaten bekommen wir kein Gehalt und können kein Geld nach Hause schicken. Besonders brisant, sie bauten an WM-Projekten. Ja, wir haben das Al-Tumama-Stadion gebaut. Er hat an der U-Bahn gebaut. Die FIFA muss nach der Berichterstattung im WDR zugeben, dass auch auf WM-Baustellen gegen internationale Arbeitsstandards verstoßen wurde. Das katarische WM-Organisationskomitee behauptet indes immer wieder, es habe unermüdlich gearbeitet, um die Gesundheit, Sicherheit und Würde aller Arbeiter zu schützen. Dank der Weltmeisterschaft wurde der Reformprozess beschleunigt.
Ich verspüre so viel Wut gegenüber der FIFA und den Verantwortlichen in Katar. Sie schicken Menschen in diese Lebensverhältnisse und kümmern sich nicht um ihre Sicherheit. Mein Mann könnte noch am Leben sein, wenn sie ihrer Verantwortung gerecht geworden wären. Die Corona-Pandemie trifft die Gastarbeiter in Katar besonders hart. In ihren engen Unterkünften verbreitet sich das Virus extrem schnell. Mitte März 2020 wird ein Gebiet, in dem tausende Gastarbeiter leben, komplett abgeriegelt. Ein Arbeiter filmt die damalige Situation. Es ist abgesperrt. Einige Polizisten sind da. Ich kann hier nicht raus. Ich werde nicht einmal versuchen, mich ihnen zu nähern, weil ich nicht weiß, was mit mir passieren wird. Mein Name ist Nick McGeehan. Ich bin der Direktor von Fair Square. Ich untersuche seit mehr als 15 Jahren die Ausbeutung von Gastarbeitern in der Golfregion und habe viel zur Weltmeisterschaft in Katar gearbeitet. Die Lebensbedingungen waren schon immer schlecht. Es war immer etwas, worüber sich Arbeiter beschwert haben. Aber als die Schwere der Corona-Pandemie offensichtlich wurde, war jedem bewusst, dass die Unterkünfte der Arbeiter ein riesiges Problem darstellen werden. Im Grunde genommen wie eine Petrischale für das Virus. Man kann den Umgang mit Gastarbeitern in Katar als Apartheid beschreiben. Eine systematische Rassendiskriminierung. Covid hat letztendlich verdeutlicht, wie ausgegrenzt diese Arbeiter sind und wie schädlich ihre Diskriminierung in Katar ist. Massive Vorwürfe. Rassentrennung, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Erklärungsversuche der katarischen Regierung. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um unsere gemeinsame Gesundheit zu schützen. Den Arbeitern in der Industrial Area möchte ich versichern, dass die Regierung alles tut, um sie zu unterstützen. Arbeiter schicken dem WDR Fotos und Videos, um die besorgniserregende Situation zu belegen. In der Industrial Area kommt durch den Lockdown die Lebensmittelversorgung zum Erliegen. Einer der Arbeiter filmt die Essensverteilung der Regierung in dem abgeriegelten Gebiet. Die Situation ist schwer zu ertragen. Alle Arbeiter kommen schnell angerannt, weil sie hungrig sind. Sie wollen zu essen haben. Hungrige Menschen werden weggeschickt. Letztendlich war die Versorgung schlecht. Der strukturelle Rassismus so offensichtlich und die Ungleichheit so stark, dass durch Covid diese grausamen Szenen entstanden. Lebensmittel und Vorräte werden an ausgegrenzte Arbeiter verteilt, die versuchen, in ihren Arbeitscamps zu überleben. Große Hoffnungen wurden in die ILO gesetzt, die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf. Ihr Sinn und Zweck? Arbeiter vor Ausbeutung schützen, weltweit. Seit 2018 existiert eine Zusammenarbeit mit Katar. Zur Pandemie und der akuten Situation in Katar äußert sich die ILO via Twitter. Die ILO arbeitet eng mit der Regierung zusammen. Lebensmittel und medizinische Versorgung werden garantiert. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus, wie ein Arbeiter filmt. Die große Mehrheit der Arbeiter hat nichts bei der Lebensmittelverteilung abbekommen. Es sind einfach viel zu viele Menschen hier, die nach Essen suchen. Eine geregelte Ausgabe hat nicht stattgefunden. Viele Arbeiter haben aufgegeben und gehen wieder in ihre Unterkünfte. Die Erwartungen an die ILO und nachhaltige Veränderung der Arbeitersituation in Katar waren schon vor der Pandemie hoch. Doch die Zweifel am Einfluss der Organisation werden schnell größer.
Anfänglich gab es Begeisterung. Jeder, der lange zum Thema Arbeiterrechte gearbeitet hat, wusste, dass dies eine große Sache ist. Mit dem Einstieg der ILO wurde plötzlich das ganze Gerede über Kafala-Reformen ernst genommen. Doch dann wurde deutlich, dass die ILO die Reformen nicht zur Bedingung für eine Zusammenarbeit einforderte. Und das war der Moment, wo viele anfingen, sich Sorgen zu machen, ob Katar es wirklich ernst meint. Die katarische Regierung ist sehr gut darin, Veränderungen anzukündigen, Arbeitern mehr Rechte zusprechen zu wollen. Das machen sie seit 2012. Im Wesentlichen sind sie so auch mit der ILO umgegangen. Ich würde sagen, dass wir uns anfangs über die Partnerschaft zwischen Katar und der ILO gefreut haben, doch dann sehr besorgt waren, dass diese auf der Grundlage von Versprechungen basierte. Es ist so leicht für Katar, Versprechungen zu machen und diese wieder zu brechen. Das machen sie schon sehr lange. Die wichtigste Arbeiterorganisation der Welt wird von den katarischen WM-Organisatoren und auch von der FIFA immer wieder als Kronzeuge für Verbesserungen der Arbeits- und Lebenssituation der Gastarbeiter angeführt. Mabruk, Katar. Glückwunsch, Katar. Warum? Der Staat Katar hat das Kafala-System abgeschafft. Das ist ein Meilenstein. Das ist ein Gamechanger. Und das sage nicht ich, das sagt die ILO. 2017 kommt es bei der ILO zu einer entscheidenden Sitzung. Nach dreijährigem Beschwerdeverfahren gegen Katar verspricht das Emirat erneut Reformen. Die ILO stellt daraufhin das Verfahren ein und lobt seitdem die Fortschritte. Eröffnet im Emirat sogar ein Büro. Fast 25 Millionen Dollar zahlt Katar der ILO im Rahmen dieser Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist auch eine problematische Situation und sie zeigt, wie einerseits Katar versucht, internationale Organisationen für ihre Zwecke zu nutzen, indem mit der Ansiedlung von ILO ja nicht nur Transparenz hergestellt werden soll, sondern auch Nation Branding betrieben wird, indem man eben sagt, wir kümmern uns um die Probleme der Migranten, seht her, im Gegensatz zu allen anderen Golfstaaten haben wir der ILO erlaubt, hier ein Büro zu eröffnen. Aber unter sehr strengen Regeln, die auch von Katar mitbestimmt werden. Nicht nur finanziell, sondern damit geht natürlich auch ein gewisser Einfluss einher. Die ILO widerspricht. Die Finanzierung durch Katar sei nicht ungewöhnlich, gängige Praxis und hätte keinen Einfluss auf die Arbeit der Organisation in Katar. Wie kein Einfluss aussieht, davon erzählt Afsar Khan dem WDR. Khan ist ein scharfer Kritiker Katars. Auf Druck der Regierung des Emirats, so erklärt er, wurde er von seiner Position als ILO-Experte für den arabischen Raum abgezogen. Meine Kritik wurde von der katarischen Regierung natürlich nicht gern gehört. Und dann äußerten sie plötzlich ihre Abneigung, mit mir zu arbeiten. Die ILO folgte dem Druck. Ich hatte mich jahrelang mit der Situation der Gastarbeiter beschäftigt. Aber nach meiner Versetzung wurde ich von der ILO zum geplanten Projekt mit Katar nicht einmal kontaktiert. Und wenn sie von ihrem eigenen Arbeitgeber keinerlei Unterstützung erhalten, dann kämpfen sie einen Kampf gegen Windmühlen. Das ist entmutigend. Die ILO bestreitet auf Anfrage nicht, Khan nach Aufforderung Katars von seinem Posten versetzt zu haben. Die Zusammenarbeit Katars mit der weltweit wichtigsten Arbeitsorganisation ist ein wichtiger Baustein für das Verständnis dieser WM. Und wurde zur wichtigen Verteidigungslinie für die FIFA und Gianni Infantino. Denken wir an die Diskussionen über Menschenrechte, über das Wohl der Gastarbeiter. Ohne die WM wäre das nicht passiert. Auch die Verbesserungen, die eingetreten sind, wären so nicht erfolgt. Alle hatten die gleiche Reaktion. Das kann nicht sein Ernst sein. Die Reformen sind auf dem Papier wichtig und sicherlich wegweisend in der Region. Aber Human Rights Watch und andere haben ständig dokumentiert, dass die neuen Gesetze nicht umgesetzt werden. Wir haben weiterhin Missbrauch, Lohnbetrug, Todesfälle von Arbeitern und anderen Mangel an grundlegendem Schutz dokumentiert. Lack of basic protections.
Aber was sind Katars Versprechen wert? Nepal. Nach einem Jahr sind Reporter des WDR auf dem Weg zu Dil Prasad, einer der Gastarbeiter, der ihnen damals in Katar seine Unterkunft zeigte und über ausbleibenden Lohn klagte. Ihm versprachen die katarischen WM-Organisatoren Wiedergutmachung. Ich warte seit einem Jahr auf 4 Monate Gehalt. Meine Anstrengungen vor dem Arbeitsgericht waren vergeblich. Ich sitze hier ohne Einkommen. In Nepal gibt es kaum Arbeit. Das Risiko, als Gastarbeiter wieder um meinen Lohn betrogen zu werden, möchte ich auch nicht eingehen. Ende März 2021 greift im Emirat ein neues Gesetz zum Mindestlohn. Firmen sind jetzt verpflichtet, mindestens 1.000 Rial, umgerechnet knapp 270 Euro Lohn zu zahlen. Gemessen an dem Mindestlohn, muss ich einfach sagen, hat sich nicht viel verändert, weil wenn Sie sich anschauen, dass der Mindestlohn um die 2,55 Euro beträgt pro Stunde. In einem der, und wenn nicht sogar dem reichsten Land der Welt, da muss man sich schon die Frage stellen, welche Wertschätzung gibt es eigentlich für die Leistung der Menschen, die da erbracht werden. Dennoch kommt es zu Streiks in Katar. Zwar wird nun der Mindestlohn gezahlt, dafür streichen Unternehmen aber ohne Ankündigung Zusatzzahlungen, zum Beispiel für Überstunden ersatzlos. Ein Streikrecht gibt es in Katar nicht. Ein Offizieller einer Firma droht: Wer jetzt streikt, bekommt im nächsten Monat kein Geld. Weder die Firma noch die Regierung reagieren auf schriftliche Nachfragen zu diesen Protesten. Erstens, wir verlangen unser vollständiges Gehalt. Wir haben keine freien Tage. Wir arbeiten ununterbrochen. Wir brauchen unser vollständiges Gehalt. Erst dann arbeiten wir wieder. Bitte, geben Sie uns unser Geld. Wie schlimm muss die Situation für Arbeiter und Arbeiterinnen sein, wenn sie wissen, dass es verboten ist, zu streiken? Es gibt weder Versammlungs- noch Meinungsfreiheit. Wie schlimm muss es sein, wenn tausende Arbeiter rausgehen und streiken, weil sie seit Monaten nicht bezahlt wurden und am Verhungern sind? Im August 2021 veröffentlichen Amnesty International und andere Organisationen neue Vorwürfe gegen Katar. Totenscheine für Gastarbeiter sollen routinemäßig ohne angemessene Untersuchungen der Todesursachen ausgestellt worden sein. Stattdessen würden die Todesfälle auf natürliche Ursachen oder vage definierte Herzfehler zurückgeführt. Laut Amnesty könnte die Quote der ungeklärten Todesfälle bei fast 70% liegen. Die katarische Regierung widerspricht. Unfall- und Sterbestatistiken entsprechen internationalen Standards. It's 15.000 ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen starben zwischen 2010 und 2019 in Katar. Das geht aus Statistiken hervor, die Regierungsstellen in Katar plötzlich veröffentlichten. Diese Zahl umfasst alle Menschen und Berufsgruppen, Büroangestellte, Ärzte, Fachpersonal und natürlich auch die riesige Gruppe von Bauarbeitern. Aber Katar veröffentlicht die einzelnen Berufe nicht. Es ist alarmierend. Nicht, weil 15.000 eine große Zahl ist. Arbeitsmigranten sterben. Menschen gehen ins Ausland und sterben. Was man anhand der Daten herausfinden möchte, ist, wie sie gestorben sind. Und diese Daten sollten Informationen liefern, wie gut der Staat Arbeiter und Arbeiterinnen schützt. Und genau das tut der Staat nicht. Etwa 9.000 dieser Todesfälle sind Menschen aus Südasien und etwa 78% davon sind Männer. Berücksichtigt man, dass 70% dieser Todesfälle ungeklärt sind, dann sprechen wir von tausenden ungeklärten Todesfällen, seit Katar die WM bekommen hat. Wie viele Todesfälle mit der WM in Zusammenhang stehen, ist schwer zu sagen. Aber es ist eine beträchtliche Zahl. Wenige Monate nach den Vorwürfen von Amnesty trifft der WDR Ärzte in Katar, um mehr über Todesfälle und das Gesundheitssystem für Gastarbeiter zu erfahren. Wieder drehen wir mit versteckter Kamera. Arbeiter kamen zu mir und machten sich Sorgen.
da Zimmerkollegen im Schlaf gestorben sind und sie nicht wüssten, warum. Warum wird plötzlicher Herztod als Todesursache angegeben? Jeder Medizinstudent weiß, dass man das nicht als Todesursache angeben sollte. Todesfälle müssen hier untersucht werden. Auch die Angehörigen müssen doch wissen, woran ihre Familienmitglieder verstorben sind. Der anonyme Arzt gibt weitere Einblicke. Firmen würden ihn unter Druck setzen, erzählt er. Ich verspüre Druck von Firmen, keine Krankmeldung zu erteilen. Sie schicken E-Mails und fragen, warum ich ihren Arbeitern Krankmeldung gegeben habe. Erst vor kurzem bekam ich eine E-Mail von einer Firma. Laut offizieller Zählung der WM-Organisatoren sind 3 Stadionbauarbeiter während der Arbeit verstorben. Eine Zahl, die sich auch FIFA-Präsident Gianni Infantino zu eigen macht. Sprechen wir über die Stadionbaustellen. Alle Fälle werden zusammen mit unabhängigen Stellen untersucht. 3 Arbeiter sind gestorben. Das sind 3 zu viele. Aber es sind 3 und nicht 6.000. 6.000 sind vielleicht woanders gestorben. Aber die FIFA ist nicht die Weltpolizei und verantwortlich für alles, was auf der Welt passiert. Die 3 Todesfälle sind eine absichtliche Fehl- und Desinformation. Was die FIFA nicht sagt, ist, dass es 35 Todesfälle durch sogenannte nicht arbeitsbezogene Vorfälle gegeben hat. Da liegt das Problem. Es gibt eine ganze Reihe von Todesfällen von sehr jungen Männern, 27, 28 Jahre, teilweise jünger. Und es gibt eine Information, wie sie angeblich gestorben sind. Denn auf dem Totenschein steht Herzstillstand oder akutes Atemversagen oder natürliche Ursache. Das WM-Organisationskomitee hat also entschieden, wir klassifizieren nur Todesfälle durch Unfälle als arbeitsbedingt. Aber wir werden uns diese anderen Todesfälle nicht ansehen, obwohl wir keine Ahnung haben, wie sie starben. Und wir werden nicht überprüfen, ob Arbeitsbedingungen oder klimatische Bedingungen Faktoren gewesen sein könnten. Sie behaupten, sie hätten Untersuchungen durchgeführt. Wir haben sie um Einzelheiten gebeten. Aber leider waren sie dazu nicht bereit. Wir sollten ihnen einfach glauben, dass Untersuchungen durchgeführt wurden und dass diese Untersuchungen einen natürlichen Tod als Todesursache ergeben haben. Trotz der anhaltenden Ausbeutung von Arbeitern in Katar verteidigte Gianni Infantino im vergangenen März auf dem FIFA-Kongress in Katar die Maßnahmen des Verbandes. From the very beginning we have pushed, of course, the authorities in Qatar. Von Anfang an haben wir die Behörden in Katar angetrieben. A partner. Und haben in ihnen einen Partner gefunden, der alles Notwendige getan hat, um Änderungen der Menschenrechte in diesem Land umzusetzen. Und es muss anerkannt werden, dass 6 Jahre später die geleistete Arbeit vorbildlich ist. Unsere Tochter hat kaum Erinnerungen an ihren Vater. Aber wenn sie traurig ist, dann fängt sie an zu weinen und nach ihm zu rufen. Es ist für sie eine sehr schmerzhafte und schwierige Situation. Auch ich kann ihr nicht immer helfen. Ich vermisse meinen Mann und dann ziehe ich mich zurück.
und muss mit meinen Gefühlen alleine sein. Wäre er doch einfach bei uns, dann müssten wir nicht so leiden. Hallo, schön, dass ihr bei der Sportschau seid. Spannendes Thema? Dann auch mal hier, hier, hier oder hier klicken. Wir haben noch mehr für euch. Viel Spaß damit.